Hallo, da sind wir wieder bei HyperDBZ. Beim letzten Mal wurde ich herausgekickt. Kein Problem, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, bei Team Arcade. Und wir sind alleine mit Freezer gegen zwei. Und dann starten wir direkt wieder neu. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir gekommen waren. Auf jeden Fall werden wir jetzt weiterkommen. Hoffe ich mal. Oder wir kriegen gleich wieder die erste Runde auf die Fresse, aber das, oh Gott. Das glaube ich nicht, davon gehe ich nicht aus. Oh Gott, wir sind in der Mitte, wir dürfen nicht in der Mitte sein, wir müssen hier raus. Oh shit, oh, hast du gesehen? Da haben wir uns ein bisschen weggebeamt. Das war ganz geil. Das war nicht mal mit Absicht, aber, oh shit. Haben wir von hinten direkt einen rübergezogen gekriegt. Verdammt, Mann, komm her. Komm, 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 komm. Ja. Nein, ah, Mann. Die versuchen einen wirklich bis zum geht nicht mehr da irgendwie in die Mitte zu kriegen, dass man da nicht mehr rauskommt. Da ist es schon wieder. Die springen über einen rüber, eiskalt. Das sind solche kleinen, hinterhältigen Spinner hier. Oh Gott. Oh, der hat gesessen. Den einen hauen wir gleich hier mal beiseite. Der ist schon raus dann. Aber ja, es wird schwierig jetzt. Er hat ein bisschen mehr Energie als ich, ne? Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie. Dafür sehen wir besser aus. Oh Gott, ja, der war gut. Der war gut. Komm, komm. Oh, was wird das? Das war nicht so gut eben. Komm, komm, komm. Es gibt wirklich einige Moves, die sind ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht wirklich nervig, aber die sind unbrauchbar, so im Kampf. Ich meine, vielleicht haben die ja einen größeren Zweck oder so, den ich einfach noch nicht durchschaut habe. Aber auch zum Beispiel Super Saiyan Son Goku, der denn da seine Wolke, ich weiß gar nicht, ob er die Wolke noch einsetzen kann, aber wo denn die Wolke kommt oder hier, wo er sich dann verbeugt und so. Das ist ein bisschen unbrauchbar, Mann. Also den ersten Kampf haben wir super gewonnen. Aber ey, wie wir jetzt einfach zerstört werden, das ist richtig mies. So, komm. Kommt ruhig zu zweit an, kein Problem. Ich mache euch trotzdem alle. Ja, genau. Ja, komm, 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 komm. Das wird wieder richtig knapp, diese Runde. Aber ey, komm, wir werden ja wohl den ersten Part hier überstehen, oder nicht? Das werden wir ja wohl schaffen. Wenn wir nachher nicht mehr hinkriegen, dann ist schon okay, so, ne? Gegen diese Pflanzen, Spackos oder gegen irgendwelche Saiyajins oder so, das ist ja schon verständlich. Aber gegen die beiden hier, komm. Oh Mann. Zack. Umgehauen. Da ist der erste schon mal down gegangen. Dieses Mal war es Freezer. Vorher war es ja Son Gohan. Ey. Ah, jetzt. Mann, wie wir einfach die ganze Zeit übereinander rübergehüpft sind. Ist der Satan mit seinen Pflanzen-Homies. Oh Gott, das wird richtig tricky jetzt hier wieder. Denn hier ist es ja richtig easy, in der Mitte zu landen. Das wird richtig, richtig blöd. Aua, aua. Shit, Mann. Zack. Vielleicht erstmal irgendwie Mr. Satan aus dem Bild hauen. Komm. Damit wir hier gar nicht groß in Bedrängnis kommen können durch irgendwelche blöden Attacken, wie er macht. Wie Mr. Satan hops gegangen ist und die anderen einfach immer noch so mega viel Energie haben. Aber okay, es sieht ganz gut aus für uns. Es sieht ganz gut aus. Aber jetzt müssen wir natürlich dranbleiben. Mann, ey. Oh, Alter. Das ist so nervig, wenn die einen da beschießen und die anderen, genau, an einen ranhüpfen oder so. Komm, komm, zack. Oh shit, Mann. Wir sind schon wieder in der Mitte, ey. Dass die sich auch so wie Dick da oder so einfach unter einen buddeln. Mann, komm weg, komm weg. Ah, das wird richtig eng. Mann, ich kann nicht, ich darf nicht auf dieses grüne Zeug da treten. Komm. Jetzt aber. Bam. Komm. Ja, komm. Ja, Mann. Boah, was? Hat das überhaupt, das ist gar nichts abgezogen. Alter, das verlieren wir doch nicht hier noch, das Ding, oder? Mann, guckt euch das mal an, wie der sich hier einfach die ganze Zeit. Komm her. Der buddelt sich hier ein zurecht. Guckt euch das mal an. Alter. Ey, das verliere ich noch. Das Ding wird richtig blöd. Guckt euch das mal an, ey. Was ist das für ein Biss? Ich habe einfach keine. Ja. Boah. Ey, ich dachte schon, der buddelt sich jetzt die ganze Zeit. Das war fies. Das war richtig fies, dass er sich da unten immer unter uns durchgebuddelt hat. Und dann immer so ganz easy hochgejumpt ist. Oh shit. Oh, nee, nicht die Attacke. Die Attacke wollte ich vermeiden, ey, die ist so nervig. Vor allen Dingen voll in die falsche Richtung weggeflogen. Oh Mann. Zack. Einfach auf gut Glück in die Menge hauen. Irgendeinen wird schon treffen. Oh shit. Oh, diese grüne Säure. Die ist so nervig.
Ist auch ein bisschen verwirrend, dass die teilweise die gleiche Farbe haben. Das ist richtig, weiß ich auch nicht, richtig nervig. Da denkst du, der Typ ist hinüber, der Pinke, so, und dann kommt auf einmal wieder ein Pinker. Ja. Mann, ey. Satan ist hinüber und ein so ein Pinker ist hops gegangen. Au. Alter, wie die einen nur noch am Beschießen sind hier. Ey. Eigentlich hätte ich gedacht, wir haben gute Karten, aber da die jetzt ordentlich... Oh, nee, ey. Keine Schnitte. Wirklich keine Schnitte. Das war's. Ich glaube nicht, dass wir die Runde hier... Ja, da ist es schon vorbei. Das war ein bisschen fies. Da haben wir gut angefangen. Die waren ja relativ schnell hinüber. Bloß das Problem war im Endeffekt, dass wir einfach zu leicht in die Mitte geraten sind und dann von allen Seiten, wenn denn, das ist wie Bogenschützen. Einer schießt aus dem Hintergrund und dann bist du halt so ein bisschen am Hintern. Richtig, richtig blöd. So eine Fernkämpfer, weißt du, so vielleicht auch so die gehassten Sniper bei Battlefield oder COD. Wobei ich das auch immer ganz witzig finde, einfach mal von hinten so ein bisschen wegzusnipern. Ah, Mann, das sind einfach so viele. Da kommt immer irgendeiner angejumpt, also die kannst du gar nicht alle blocken. Da muss man einfach bloß dafür sorgen, ich muss jetzt hier erstmal wieder runter von der Säure, da muss man irgendwie dafür sorgen, dass man die schnell reduziert. Alter, das ist keine Chance, keine Chance. Zack. Mann, ey, wenn die da so am Schießen sind, das ist so nervig. Bam. Ja, Mann. Komm. Zack, zertreten haben wir den. Der war einfach kaputt. Und nicht wie so ein Ball weggekickt. Oh, Alter. Ja, auf jeden Fall, wir haben schon mal gekickt. Oh, shit. Oh, Gott, nein. Ja, also, hallo? Ey. Als wenn die immer besser werden würden. Alter. Die sind viel zu schnell. Die sind viel, viel... Guckt euch das mal an. Wie ich einfach hinübergehe. Boah. War das ein neuer Rekord? Ja, so schnell war ich doch nie down, oder? Obwohl, ich gehe hier immer relativ... Alter. Guckt euch das mal an. Die haben zwei Attacken gemacht und bei mir schon ein Drittel der Energie weg. Oh, Mist, ey. Oh, shit. Na gut, dann... Ja, komm rein. Ich seh's ja ein. Ist okay. Ist okay. Das finde ich mal ein bisschen schade. Wir haben es weder unter Easy, noch unter Middle, noch unter... hart oder mit zwei Mann oder mit einem Mann oder mit Tag Team oder so. Wir haben es einfach nie geschafft. Ach nee, oder doch? Warte mal, wie mache ich das denn jetzt? Also ich würde sagen, wir nehmen es von... Ja, genau. Und dann machen wir Vegeta und den anderen Bobby. Vegeta und Super Saiyan werden wir dann im Doppelfight nehmen. Zack, 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 bam, bam. Ja, Mann. Ja, ich muss sagen, ich komme mit Son Goku ein bisschen besser klar als mit Freezer. Der ist irgendwie ein bisschen schneller unterwegs, der Typi. Komm, erstmal wieder aus der Mitte raus. Zack. So. Die haben wir doch gleich down hier, oder? Komm her. Oh, da sind wir wieder in die Mitte gejumpt. Komm. Aha, verdammt. Oh, die Attacke war fies. Und wir sehen natürlich unseren Energiebalken. Alter. Wir sehen den Energiebalken nicht. Und deshalb... Ah, könnte es hier nochmal eng werden? Nein? Ja, nein. Gott, weggekickt. Das ist auch immer ein bisschen tricky, ne, wenn du den Energiebalken nicht siehst. Aber erstmal in die Fresse treten zum Anfang. Das ist doch ein guter Roundhouse-Kick gewesen, ne? Chuck Norris-like. Oh Mann. Oh Gott, aua. Bam. Bam. Zack. Oh Mann, da greift er von hinten an. Und jetzt blockt er. In der Zeit kommt Son Gohan ran. Ja, richtig fies, aber wir hauen. Wir teilen links, rechts. Ey, wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich hatte mal, also wie war denn das? Eine Kollegin von meiner Mutter hat mal irgendwie so eine Konsole mitgebracht. Das war kein richtiger Nintendo oder auch keine PlayStation, kein Sega. Das war irgendwie so eine Art Computer oder so. Das war ganz merkwürdig. Das ist schon 20 Jahre her. Ja gut, 20 Jahre ist übertrieben, aber so 15 Jahre ist das auf jeden Fall schon her. Komm her, den hauen wir noch schnell beiseite hier. Zack. Und da gab es auch so ein Spiel, da hattest du so ein Judo-Outfit an, ich glaube, du warst weiß und hattest einen schwarzen Gürtel. Und dann gab es da welche, die rot bekleidet waren, blau, also immer ein. Einer war rot, einer war blau, einer war grau oder so.
oder schwarz oder keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall standst du denn da auch in der Mitte. Und dann war, glaube ich, zuerst jeder gegen jeden. Und da hatte man dann gute Karten, irgendwie noch weiterzukommen. Und dann gab es ein zweites Level. Da wurdest du, glaube ich, von allen Seiten mit Bällen beworfen. Also von links und von rechts. Das ist, war ja auch so 2D, genauso wie das Ding hier. Da wurdest du von links und rechts mit Bällen beworfen. Also die kamen einfach aus dem Bildrand gehüpft. Und du hattest irgendwie ein Schild in der Hand. Du standst in der Mitte und hattest ein Schild in der Hand. Und musstest die Bälle ablocken. Und ey, über dieses Level bin ich niemals hinausgekommen. Weil das war so hart, wie die da von allen Seiten kamen. Da musstest du immer so links, rechts, dich nach links und rechts drehen. Aber das war so, so schwierig. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil man ja hier auch oft von beiden Seiten beballert wird. Komm, ey, das werden wir hinkriegen. Guck mal, das ist nur noch so wenig. Die hauen wir beiseite. Mit so einem Goku sind die auch ein bisschen leichter zu treffen, muss ich sagen. Zweimal getreten, einmal zertreten. Passt schon. Wieso habe ich da oben, wenn wir da links ins Bild gucken, ne? Wo dieses Bild von Son Goku ist. Was war das denn? Achso, ja, seine Mega-Attacke. Wo dieses Bild von Son Goku ist, ne? Da unten ist ja... ist Son Gohan. Wieso, ist da ein Totenkopf? Weil wir schon einmal gestorben sind? Oder was ist das für eine Nummer? Das fällt mir zum ersten Mal auf. Oh, diese dämliche Säure. Schnell rausjumpen. Nebenbei nochmal, den Mr. Satan aus dem Bild kicken. Oh, fuck. Ey, irgendwie ist das zweite Match gegen die immer härter. Oh Gott, komm, bam. Zack. Mr. Satan so schnell wie nie platt gemacht, ne? Irgendwie. Und zack, den haben wir zermatcht. Jetzt müssen wir die nächsten noch zermatchen. Damit die dann auch aus dem Bild sind. Oh, okay, der hat sich alleine zerstört. Ah, oh, das, guckt euch das an, wie viele das sind, ey, so viele Nerven sind, zack, zack, zack. Oh, die war richtig nice, die war, oh shit, wieder Säure. Raus aus der Säure. Ah, wieder reingesprungen. Das sollte er nicht machen, er sollte hier eigentlich eine Attacke gegen die machen. Komm. Bam. Zermatch die. Alter, da geht doch, guckt euch das mal an, wir haben doch schon ein paar von den Typen zermatcht, wieso sind das immer noch so viele? Mann. Ja, genau. So muss das sein, hingehen, in die Fresse treten. Und nochmal, genau. Wenn der nicht mega war, dann weiß ich auch nicht. Oh, ihr wisst, was anliegt. Auf die Fresse kriegen. Komm. Ah, nein! Weißt du, da haben wir mal den ersten Kick gemacht und haben voll in die Luft getreten. Das hat's, oh shit, ey, guckt euch das an. Wenn ich hier in diesem Level eine Chance hab, ne? Denn nur, wenn wir 2 gegen 2 machen oder 2 gegen 1 oder sowas. Alter. Oh Gott, ey. Oh shit. Nein, der wird mich jetzt hier abschießen. Au. Oh. Keine Chance. Keine Schnitte. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Das war Tekken-like. Da haben sie mich einfach in der Luft verhungern lassen. Oh shit. Alter. Ja, aber sag mal ehrlich. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob ich hier einfach ein Noob bin. Ich meine, ey, der Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt es ja auch mal auf dem Computer zocken. Ist kostenlos. Ey, bin ich hier einfach der Noob vom Dienst oder ist das wirklich so hart? Ich meine, wir spielen auf easy, wie kann denn das hart sein? Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Warte mal, wir gehen mal kurz so ins Rennen. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Oh Gott. Oh shit, aua. Mal mit den beiden, ob das vielleicht hier ein bisschen funktioniert. Nee, guckt euch das an, ey. Einfach überhaupt keine Chance. Oh Gott, Alter. Oh, verdammt. Aua. Au. Wisst ihr, was wir im nächsten Part mal machen werden? Alter, guckt euch das an, ey. Wir sind so tot. Wisst ihr, was wir im nächsten Part mal machen werden? Da werden wir mal zu zweit gegen einen antreten. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Aber ey, wenn wir eine Chance haben, dann zu zweit gegen einen, um hier nochmal weiterzukommen. Ich will euch das nämlich mal versuchen zu zeigen. Hey, guckt euch das an. Ich bin so tot. Ich will euch das mal versuchen zu zeigen, ob man hier... Alter, das Bild geht, da tut mir so leid. Der wird von allen Richtungen beschossen, ey. Stellt euch mal vor, man könnte hier auch 1 gegen 3 machen oder so. Dann würde ich ja gar nichts mehr gerissen kriegen. Ich kriege ja so schon nichts mehr gerissen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal den Teamkampf. Und dann 2...
Wir hatten ja gesagt Vegeta und ja, Vegeta sag ich schon. Super Saiyan Son Goku und ja, ich würde einfach sagen, den normalen Son Goku nehmen wir nochmal. Und dann machen wir 2 gegen 2. Und nächstes Mal machen wir dann im nächsten Part nochmal Survival ja sowieso. Aber dann nochmal die Variante, dass wir zu zweit antreten. Ah, ich habe schon wieder das Falsche eingestellt. Ich wollte eigentlich jetzt zu zweit antreten. Und dann, na gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Da treten wir zu zweit dann an gegen ein. Und zu zweit gegen zwei. Und Survival machen wir dann auch noch. Survival werden wir wahrscheinlich sowieso gleich zu drei geschlagen. Aber dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier nochmal kommen. Ich meine, über das erste Level werden wir wohl hinauskommen, oder nicht? Bam. Oh shit. Ah, da brutzelt er mich. Da hat er mich richtig schön gebrutzelt. Ja, man, bam. Einfach mal den Vegeta. Boah, was ist, hab ich mit Vegeta, Alter? Einfach mal den Freezer beiseite kloppen. Zack. Komm, komm. Nochmal. Bam. Der war schön, ne? Einfach schön in die Luft geklatscht und dann aus der Luft rausgekickt. Und zack. Oh. Habt ihr das gesehen? Gleich mal mit dem Schwanz eine Schelle gekriegt. Ja, das war doppeldeutig. Ich weiß. Jedenfalls. Oh, verdammt. Aua. Hat er mich erwischt. Und zack, 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 immer in die Fresse treten. Bam. Oh shit. Aua. Alter, nein, geh weg. Geh weg, Son Goku. Oh. Da haben wir das Ding noch abgekriegt. Oh, verdammt. Ah. Ja, das war fies. Die mit ihrem Crank, ey. Das ist schon krass. Dabei kenne ich den Film Crank doch. Den habe ich doch geguckt. Kennt ihr den auch? Gibt ja zwei davon. Der erste war richtig gut, der zweite nicht mehr so gut. Oh shit. Aua, verdammt. Zack. Ja, Mann, Kaioken, was machen wir? Können wir was machen? Oh ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Ich kann auch ein Kamehameha. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich kann es. Ey, sorry, ne? Ich habe mir die Dings nochmal angeguckt. Ich habe mir die Tipps da nochmal angeguckt, die Steuerung-Dinger da. Die meine ich, die mir unter das. War das unter das Mini-LP? Ich glaube, unter das Mini-LP hast du mir das ja geschrieben, ne? Und jedenfalls, Alter, das ist ja so kompliziert. Ich bin für sowas überhaupt nicht ausgelegt. Ich habe versucht, ein bisschen was umzusetzen in den letzten Part so. Davon, aber ey, ganz ehrlich. Ich bin ein richtiger Noob, was sowas angeht. Was ist das denn? Was war das denn für ein Bug? Okay, komm, aua. Okay, bam. Einfach mal in die Menge hauen. Ihr wisst ja, wir treffen sowieso alles und jeden, weil hier so viele rumhüpfen. Hier sieht man zum Schluss gar nicht mehr durch. Wenn wir jetzt hier noch einen zweiten mit an den Start bringen, überlegt mal, wir könnten auch die Pflanzenmänner nutzen. So als Computer oder so. Dann wird man hier überhaupt kein Land mehr sehen, ey. So, jetzt hier nochmal irgendwie ein bisschen was treffen. Auf gut Glück. Ja, jetzt hüpfen die wieder nicht, weißt du? Vorher hüpfen die hier die ganze Zeit aus dem Boden raus. Ah, oh, nein, ey. Aus der Gefahrenzone müssen wir hier raus. Zack. Verdammt. Verdammt. Zack. Oh shit. Bam. Komm her. Meine Fresse, das könnte nochmal knapp werden. Aber eigentlich müssen wir das doch schaffen, oder? Aus dem Gift raus. Komm. Ah, nein. Zack, den haben wir erstmal gehauen. Ne, den haben wir ordentlich. Ah, verdammt. Das ist ärgerlich. Wenn die einen so anjumpen und dann explodieren. Das fand ich schon im Anime nicht geil, wo sie das mit Yamchu gemacht haben. Ah, verdammt. Zack. Mann. Jetzt macht Satan wieder auf Weghüpfer hier. Wo bist du? Wo bleibst du? Geh weg. Und. Mann. Alter. Ey, sorry, aber ich glaube, hier ist Finito. Das sieht nicht gut aus für uns. Doch, ich. Mann. Ich habe noch anfangs gut getroffen. Oh, Alter. Doch, komm, komm, komm. Ich gebe mich auf. Wir packen das. Ah, haben richtig nice gemacht. Was ist denn mit ihm los? Ach so. Komm. Oh shit, Mann. Ich glaube, wir müssen relativ schnell jetzt drauf gehen, oder? Weil ja unser Vegeta-Typi. Nee, mit wem sind wir eigentlich am Start? Mit Super Saiyan Son Goku sind wir am Start, ne? Der ist ja schon down. Und wir sind ja schon
ordentlich mit der Energie runter, denke ich mal. Ey, Mr. Satan ist schon wieder hops, Alter. Der ist auch bloß da, um hier rumzulügen, oder? Der geht ja andauernd hops, ey. So schnell wie ich bei den Super Saiyans hops gehe, so schnell geht Mr. Satan hier hops. Ich meine, wir sind ja auch ein Saiyan und so, ne? Das ist schon irgendwie verständlich, aber ist trotzdem ganz schön krass, ey. Was das für ein Unterschied ist, wie wir hier noch mithalten können und nachher einfach gar keine Schnitte mehr haben. Oh verdammt, zack, zack. Dusch, dusch. Komm. So. Wir werden ja wohl hier nochmal irgendwie ganz knapp weiterkommen, oder? Es wird wieder richtig eng, es wird eng. Komm her, Mann. Komm her, ich zertrete dich. Komm. Wie wenn wir nur den gleichen Move gemacht haben zum Schluss und er einfach reinjumpt. Auf jeden. Der hat er mich wieder rausgeworfen. Sorry, aber naja, der Part war ja auch lang genug. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Anscheinend kommt meine Elgato nicht klar mit dem Spiel auf einmal. Ich weiß nicht, woran das im Augenblick liegt. Ich probiere noch ein bisschen rumzubasteln, aber dann gucken wir einfach mal. Ein Part wird es Minimum noch geben und ja, ich hoffe einfach mal, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal, ciao!